Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst heute. Wir sind ganz am Ende der Weihnachtszeit, genauer der Epiphanias-Zeit, auch wenn das schon lange her zu sein scheint mit dem Weihnachtsfest. Epiphanias, wir haben heute den letzten Sonntag nach Epiphanias und es leitet sich ab von dem Wort Epiphanie, die Erscheinung Gottes. Gott kommt in diese Welt ganz klein und unscheinbar, aber auch machtvoll. Diesen Machtvollen werden wir heute hören und wir werden noch einmal Lieder hören, die zu Weihnachten, zu Epiphanias passen und gehören. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete. Gott, du bist immer da. Aber manchmal sehen und spüren wir das nicht. Manchmal haben wir Zweifel. Mach du uns gewiss, dass du da bist und uns trägst in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Evangelium bei Matthäus von einem Moment, in dem Jesus mit seiner Macht und Herrlichkeit bei den Jüngern erschien. Jesus nahm Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Wenn sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Worte und Taten unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, eben haben wir eine etwas fantastisch anmutende Geschichte gehört von Jesus, der verklärt wird, der sein Aussehen ändern mit Mose und Elia spricht. Petrus und zwei andere Jünger, die waren dabei, haben das als etwas ganz Besonderes erlebt, aber sie verstehen das nicht, was dort passiert ist. Und erst nach seinem Tod erzählen sie anderen davon und sie erzählen das, um zu zeigen, Jesus war ganz anders. Er war machtvoll und herrlich, schon auf dieser Erde, auch wenn man es nicht sehen konnte. Im Neuen Testament gibt es neben den Evangelien ja auch viele Briefe, die dort gesammelt sind. Briefe von berühmten Menschen, oft an einzelne Gemeinden. Dort gibt es einen Brief, der heißt der Petrusbrief. Der sagt am Anfang, geschrieben von diesem Apostel Petrus. Und der nimmt auf genau dieses Ereignis Bezug. Ich lese den Predigttext im zweiten Petrusbrief. Dort heißt es, wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. Und so gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, steht es im zweiten Petrusbrief. Es gibt im Moment viele, die sich auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten stützen. Viele, die sagen, Covid-19 gibt es doch gar nicht oder ist doch gar nicht so gefährlich. Es gibt viele, die sagen, die Klimaerwärmung, das ist einfach nur eine natürliche Welle, das ist nicht menschengemacht. Wir haben mit unserem Verhalten gar keinen Einfluss auf das Klima. Viele sehen hinter alledem eine Verschwörung, von wem auch immer. Ausgeklügelte, ausgedachte Geschichten sind es. Psychologisch ist es ganz gut zu erklären. Wir haben einen Gegner, den wir nicht greifen und nicht sehen können, in Covid-19. Und viele haben bei unsichtbaren Gefahren die Tendenz, das entweder zu überschätzen, für viel gefährlicher zu halten, als es ist, oder zu verharmlosen und zu verleugnen. Natürlich gibt es auch alles dazwischen und ich hoffe, wir gehören dazu. Und was die Klimaerwärmung angeht, da sagt unser Bauchgefühl ja tatsächlich etwas anderes. Wenn wir vor diesem endlosen Meer stehen oder in den unendlichen Himmel schauen, kann man sich fragen, ja, hat mein Tun denn irgendetwas mit diesem großen Meer zu tun? Meine Plastikflasche? Kann ich was ausrichten? Kann ich etwas schaden? Vom Bauchgefühl her sagen viele, naja, das kann ja nicht vom Menschen verursacht sein. So wichtig sind wir nun auch nicht. Ich fand einen guten Beitrag von Alexander Gerst, dem Astro Alex, der in einem Dokumentarfilm gesagt hat, seht ihr, und deswegen ist es so wichtig, nicht auf unser Bauchgefühl zu hören, sondern die Wissenschaft zu Rate zu ziehen. Die Wissenschaft, die sehr klar belegen kann, dass wir als Menschen Einfluss auf das Klima haben und dass unser Verhalten einen Unterschied macht. Nicht auf unser Bauchgefühl hören, sondern auf die Wissenschaft, auch wenn die ihre Meinung ändert. Und das ist gut so, sonst würden wir ja immer noch glauben, dass die Erde sich um die Sonne, nein, andersrum, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Also wichtig, auf die Wissenschaft zu hören. Aber wie ist es dann mit der Bibel? Wir haben eben gehört im Petrusbrief, wir stützen uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten. Und der Autor beruft sich auf dieses Geschehen auf dem Berg,
wo Jesus sein Aussehen veränderte. Und er schreibt, wir haben das mit eigenen Augen gesehen. Das Problem dabei, oder eins der Probleme dabei, dieser Petrusbrief, der ist vermutlich nicht von dem Apostel Petrus geschrieben. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass es nicht von ihm selber ist. Ziemlich zwingende Gründe. Also doch nur ausgedachte, erdachte, ausgeklügelte Geschichten? Wie ist es mit der Bibel? Sind das alles nur ausgedachte Fabeln und Ideen? Wohl kaum. Viele von denen, die wirklich mit eigenen Augen Jesus gesehen und erlebt haben, haben für ihren Glauben mit dem Leben bezahlt. Sie haben gesagt, ich bin so überzeugt davon, von dem, was ich gesehen und gehört und erlebt habe, ich gehe dafür in den Tod. Wenn die schon wüssten, dass es nur ausgedachte Geschichten sind, hätten sie das getan. Das ist kein Beweis, das ist nur ein Hinweis. Natürlich kann man die biblischen Texte wissenschaftlich analysieren, so wie geguckt wird. Kann das sein, dass dieser Petrusbrief von Petrus ist? Und da kommt man zu vielen Erkenntnissen. Die Methoden der Bibelwissenschaften, die ändern sich oft, die Erkenntnisse ändern sich auch. Aber ganz oft kann man auch mit wissenschaftlichen Methoden einen historischen Kern in den Geschichten, in den Erzählungen finden und feststellen, dass da ist etwas Besonderes passiert, etwas, was wir oft nicht greifen können. Wir sehen nur die Auswirkungen davon. Und vieles, was in der Bibel berichtet wird, ist auch anderswo bezeugt bei historischen Geschichtsschreibern, die mit der Bibel, mit dem Glauben nichts zu tun haben. Worauf kann der Glaube bauen? Auf die Wissenschaft? Das Bauchgefühl? Oder auf die Bibel? Das Bauchgefühl kann täuschen. Es kann sich auch oft ändern. Und die Wissenschaft alleine, die wird nicht reichen für den Glauben, denn Gott lässt sich nicht beweisen, nicht messen. So wenig wie die Liebe sich beweisen oder messen lässt, die lässt sich nur erleben. Aber das Schöne ist, dass der Glaube auch nicht gegen die Wissenschaft steht. Dass der Glaube nicht die Wissenschaft ausblendet oder etwas ganz anderes sagen würde. Als Beispiel dafür nehme ich einmal den Schöpfungsbericht, ganz am Anfang der Bibel. Wir wissen von der Naturwissenschaft ziemlich genau, wann und wie die Welt, das Universum entstanden ist. Wir hören von dem Urknall von Jahrmilliarden, in denen sich etwas entwickelt hat. Die Naturwissenschaft kann sehr schön erklären, wann und wie die Welt entstanden ist. Aber sie kann nicht und will nicht erklären, warum es die Welt überhaupt gibt, warum es nicht einfach nichts gibt. Und sie kann und will auch nicht erklären, wozu das Ganze ist, ob das Ganze einen Sinn hat. Sie fragt noch nicht mal danach, ob ein Sinn dahinter steht. Das ist nicht Teil ihrer Frage. Die Bibel mit ihrer Erzählung, die fragt genau danach. Die fragt genau danach, wer steckt hinter alledem? Warum gibt es diese Welt und hat sie einen Sinn? Wozu ist sie da? Wozu ist der Mensch geschaffen? Und die Bibel kleidet diese Erkenntnisse, diese Fragen in einer Erzählung von den 7 Tagen. Und das widerspricht sich nicht. Die Schöpfung in 7 Tagen und die Entstehung der Welt in Jahrmilliarden. Denn beide erzählen und fragen nach ganz anderen Dingen. Die Jahrmilliarden sind die Frage, wie und wann ist es entstanden. Die Frage oder die Erzählung von den 7 Tagen sagt, warum und wozu ist es da? Und es ist keine ausgeklügelte, erfundene Geschichte, wenn man sie nicht wissenschaftlich hört und sagt, genau so ist es gewesen, 7 mal 24 Stunden, dann kriegen wir eine Schwierigkeit. Aber dass diese Welt von Gott geschaffen ist, dass diese Welt einen Sinn hat, nämlich mit Gemeinschaft und Liebe zu leben, das ist zumindest eine schönere Geschichte als die Geschichte der Naturwissenschaft. Und wie es am Anfang der Zeit ist, so ist es auch am Ende der Zeit.
Wir haben Erzählungen aus der Bibel vom Ende dieser Welt. Und dort heißt es, dass eines Tages Jesus wiederkommt mit aller Macht und aller Herrlichkeit. Dass es ein Gericht geben wird für jeden Menschen, für die Menschheit als Ganzes. Und es lässt sich nicht beweisen, lässt sich auch nicht terminieren. Und es ist tatsächlich auch egal, ob und wie das dann genau so kommt. Aber der Hinweis, der da drin steckt, der ist wichtig. Zu sagen, es ist nicht egal, wie du lebst, sondern am Ende deines Lebens musst du dich verantworten für dein Leben, für das, was gelungen, für das, was nicht gelungen ist, für das, was du getan und auch das, was du unterlassen hast. Du wirst dich verantworten. Und auch am Ende der Menschheit wird das, was wir als Menschen getan haben, was wir verbockt haben, wird auf uns zurückfallen. Insofern ein wichtiger Hinweis auf das Gericht, das am Ende steht und darauf, dass das, was wir tun, eben nicht egal ist. Und so ist die Bibel etwas, auf das wir sehr wohl unser Leben, unseren Glauben vor allen Dingen bauen können. Als etwas, so wie Petrus oder wer auch immer das sagt, dann ist die Bibel wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt. Und damit hat er recht. Es wird nicht immer dunkel sein. Amen. Wir beten für die Menschen, die uns am Herzen liegen und für die wir Gott bitten wollen. Gott, wir bitten dich, dass du deine Macht und Herrlichkeit zeigst und deine Liebe bei all denen, die verzweifelt sind, bei all denen, die misshandelt werden. Bei all denen, die müde sind. Bei all denen, die trauern. Du kannst unser Leben verwandeln.
Wir bitten dich, dass du kommst. In der Stille sagen wir, für wen wir dich ganz besonders bitten wollen. Danke, Herr, dass du uns hörst. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Grüße.